kommt mir bekannt vor. Ja? Aber natürlich bin ich das. Hab mir gedacht, dass du zu Hause bist. Ja, und weil wir jetzt natürlich in der Vergangenheit sind, genieren wir uns dafür, was wir in ein paar Jahren sagen werden. Unten finden wir übrigens nix. Wir gehen einfach direkt nach oben. Jo, was haben wir denn hier? Hallöchen. So, aber deswegen sind wir gar nicht hier hochgekommen. Wir sind nur wegen einer ganz bestimmten Sache hier oben. Cloud? Bist du mein Zimmergang? Aber natürlich bin ich das. Weil ich wollte was stibitzen. Na komm. Orthopädische Unterwäsche erhalten. Da. Cloud. Es ist die Wahrheit. Cloud. Wir sprechen hier über etwas sehr Wichtiges. Ja, über die orthopädische Unterwäsche. Was haben wir denn da? Nix. Was haben wir hier? Oh, ein Klavier. Nur ein bisschen. Ich kann auch Noten lesen. Hm, lass sehen. Do, re, mi, ti, la, do, re, mi, so, fa, do, re, do. Vergiss es. Ja, vergiss es auch. Ja, natürlich, ich hab auch drauf gespielt. Das war's nicht. Ja. Ich hab's vergessen. Dem. Yeah, wir sind die Superkracher. Gut, ist ja auch egal. Schauen wir nochmal. Schau mal, ich hab drauf gespielt und ich hab's vergessen. So, dann schauen wir mal. Do, re, mi und dann. Ti, la. Do, re, mi. Ich glaube dann Sofa, ne? Das Sofa. Do, re, do. Okay, ne, das war falsch. Do, re, do. Sollte man sich eigentlich mal aufschreiben. Ich mach das mal eben kurz. Bin sofort wieder da. So, und da bin ich auch schon wieder. Werden das ganze nette Liedchen, ich hoffe mal, ich habe es jetzt richtig aufgeschrieben. Jetzt mal abspielen. Ja, ich habe drauf gespielt und zwar, ich erinnere mich. Bin mir nicht sicher, ob es wichtig ist, aber wir machen es einfach mal. So. Do, re, mi. So, ti, la. Scheiße, falsch. Ich habe mich schon vertan, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, komm nochmal. Ja, ich habe drauf gespielt. Ich erinnere mich. So, also X Quadrat Dreieck, L1 Dreieck, L1 Quadrat, X Quadrat Dreieck, L1 und X Kreis Quadrat Dreieck, LX Kreis x Quadrat x. Sehr schön. So, und wir hoffen mal, dass das gereicht hat, weil dann kriegen wir später hier eine Substanz. Aber jetzt wollen wir erstmal hier raus. So, und gehen jetzt erstmal ein Haus weiter. Das ist jetzt aber unser Bude, oder? Mama! Das ist mein Haus. Es hat nichts mit dem Ereignis von vor 5 Jahren zu tun. Achso, und deswegen darf ich es nicht besuchen. Ja, da kriegen wir wohl, denke ich mal, hin. Okay.
Ich weiß nicht, ob man es als Familie bezeichnen kann. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Darum hat meine Mutter allein in dem Haus gewohnt. Ja, ich habe meine Mutter gesehen. Meine Mutter war eine sehr lebensfrohe Person. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Aber ein paar Tage später ist sie gestorben. Als ich sie jedoch gesehen habe, schien alles in Ordnung. Ich glaube, die Sequenz kennen wir doch, oder? Zumindest so den Ausschnitt an sich würde ich jetzt mal einfach so behaupten, dass wir den kennen. Ja, ganz genau. Haben sie aber die gleichen Haare, Mama. Zwar nicht unbedingt die gleiche Frisur, aber die Haare, man merkt schon, du bist meine Mama. Ja, danke, Mama. Oder besser, Mutti. Hallo, Mutti. Komm, komm, lass dich anschauen. Der liegt da wie ein Säufer. So. Was willst du von mir? Lass mich doch einfach in Ruhe. Danke. Finde ich gut. Deinen alkoholisierten Sohnemann da aufbauen, das ist immer schön. Ja, Mama, ist es. Mutti, ich... Da, jetzt kommen wir der Erinnerung schon langsam näher. Jep, das kann man da sagen. Leider doch, oder? Ne? Wenn man denkt, Aris, Tifa, die sind alle hinter mir her. Eigentlich nicht. Machen wir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Es wäre mir wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Das interessiert mich nicht. Ist du auch richtig? Ja, Mama. Naja, ob man das so als wirklich gut empfinden kann, wenn die Firma sich um einen kümmert. Aber okay, das ist Clouds Entscheidung, nicht unsere. Ja. Will ich nicht so behaupten. Also ich bin der Meinung, ich könnte kochen. Ich habe nur nie Lust da drauf. Ich meine, da stellen wir Männer uns doch... Müsste jetzt mal, wie ich mal zuhören, wir stellen uns immer extra dämlich beim Kochen an. Einfach nur, damit die Freundin, Frau oder sonst wer mal schön für einen kocht. Ist, denke ich mal, nachzuvollziehen, nicht wahr, liebe Mädels? Komm schon, Mädels, ihr wollt's doch auch. Ja, Mama. Ja, Mama. So, jetzt haben wir noch ein Hütchen. Ja, Hallöchen. Ist eine ziemlich heiße Schnecke. Ja, bin ich. Ja, eben, also, was soll das denn? Ich meine, wir haben es schließlich gesehen. Aber gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Das gute alte Wirtshaus. Hallöchen. Und ich bin einer von den Shinra. Ja, bin ich. Ja. Hört sich toll an. Ich habe ganz schön was erreicht jetzt, wo ich jemanden unterstehe. Ach komm, Zephyros, was ist los? Diese Gegend. Es kommt mir vor, als würde ich diesen Ort kennen. Tust du auch mal vor lieber. Ja, schön. Wir müssen morgen früh aufstehen. Du solltest bald schlafen gehen. Ja, lass uns schlafen. Perfekt. Yep, und ich denke mal, einige von euch können sich schon denken, wer denn unsere Führerin ist, die noch jung ist. Also ungefähr in unserem Alter, würde ich mal fast behaupten. Hey Zephyros, sobald der Führer da ist, machen wir uns auf den Weg. Dürfte ihn, da kommt sie. Höre, Zephyros, falls etwas passiert. Ja, dann ist schön, wenn jemand von sich in der dritten Person spricht. Vertrau mir.
Tifa ist unsere Führerin. Es wird schon gut gehen, Papa. Ich habe zwei Männer vom Soldat bei mir. Ich heiße Tifa, nett dich kennenzulernen. Tifa, bist du die Führerin? Stimmt. Ich bin zufällig die beste Führerin in der Stadt. Naja, das wird man danach nicht mehr wirklich behaupten, aber okay. Es ist zu gefährlich. Ich kann dich in so etwas nicht mit hineinziehen. Kein Problem, wenn du sie beschützt. Lasst uns gehen. Zephyros, wollen wir ein Erinnerungsfoto machen? Ja, ja, komm, kriegen wir schon hin. Machen wir eben schnell ein Foto. Ein Foto, ganz wichtig. Ein Foto. Nicht wie diese komische PSP-Chrono-Shit-Version, wo die 20.000 Fotos machen. Tschüss. Genau ein Foto wurde hier gemacht. Nicht mehr, nicht weniger. Und da kommen auch nicht irgendwelche einflügigen Spinner lang. Ja, war doch so gern geschehen. Nee, also, ich weiß, was die aus der Story in diesen Final Fantasy 7 Chrono irgendwas gemacht haben. Das war übrigens damals eine Sequenz aus dem Werbespot. Also, den haben die extra für den Werbespot da gemacht. Den ich übrigens sehr, sehr cool fand. Hab's mir auch deswegen auch direkt zum Release gekauft, das Spiel. Für schlappe 140 D-Mark damals. War so von damaligen Zeitwert ungefähr gerechnet wirklich auch so rund 70 Euro. Und nicht sogar ein bisschen mehr, wenn man denkt, die Inflation, die ist ja doch täglich vorangeschritten, wenn auch nur bei der D-Mark in sehr geringem Maße. Nicht das, was jetzt mit dem Euro geschieht, aber gut, das ist wieder was ganz anderes. Ja, machen wir tiefer. Was ist mit euch denn eigentlich los? Wollt ihr im Wurzeln schlagen? Ja, beeil dich, aber steht da rum, weißt du das? Wie angewurzelt. Oh, wäre ja doch mal stehen geblieben und ich sag noch so warm. Ja. Hopsala, da reißt die Brücke. Und da ist er kaputt. Sind wir nur noch ein Haufen Matsch? Ah, es ist die Vergangenheit, wir können nicht tot sein. Tiefer genauso wenig. Zephyros mit seinen Rasierklingen unter den Armen. Es scheinen alle in Ordnung zu sein. Können wir dorthin zurück, wo wir herkamen? Diese Höllen sind miteinander verbunden, gerade so wie in einem Ameisenhaufen. Oh, und Zephyros, jemand scheint zu fehlen. Das hört sich hart an, aber wir haben keine Zeit, nach ihm zu suchen. Wir können nicht zurück, wir müssen weiter. Ab hier gehen wir gemeinsam weiter. Yep, und jetzt können wir uns sogar mal die Ausrüstung von Zephyros anschauen. Hier hat seine Masamune, das ist das Schwert, was nur er benutzen kann. Hat noch ein Goldarmband und ein Taffring. Vitalität, Moral plus 50. Während wir im Gegenteil gerade mal Stärke plus 10, Eisenreif und ein lächerliches Meisterschwert haben. Was wir bis zum Anfang des Spiels auch behalten hatten. Doch hier die Substanzen, Wiederbeleben Master, Wiederherstellen auf Master, Erde auf Master, hat das natürlich auch auf alle. Hier alle Effekte auf kombinierten Zauberanwenden hat er mit Blitz und hat hier noch auf Ausstattung mit Eis. Und er hat sogar Feuer, weil wir nur Präventivmaßnahmen haben. Super, wir können Gegner von hinten eher angreifen. Tja, und das war's auch schon. Tifa war zu dem Zeitpunkt noch keine wirklich große Hilfe in unserer Party. Und da haben wir schon einen Zufallskampf. Na doch, komm, den kann man zeigen. Und jetzt werden wir Zephyros angreifen. Nein! Nicht beide! Ja, ein bisschen übermächtig, der junge Mann. Gibt natürlich keine Erfahrungspunkte, warum auch. Es ist ja schließlich die Vergangenheit. Und jetzt mal schnell dadurch irgendwie. Einfach nur schnell dadurch. Was ist das? Eine geheimnisvoll gefärbte Höhle.
Es muss die Marco-Energie sein. Dieser Berg hat besonders viel davon. Deshalb wurde hier der Marco-Reaktor gebaut. Jo, schön. Merkt euch die Farbe, schön schimmernd grün. Ein ordentlich Most. Kein Apfelmost, aber ein Moosmost. Boah, und ich wohne ja recht nah an der Grenze zu Holland. Ich fahre auch manchmal gerne rüber ein bisschen einkaufen. Dann fährt man da so, kriegt Apfelmoos. Habe ich mir jetzt so ein paar Schälchen geholt. Richtig schön feinsten Apfelmoos. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, was ist das denn? Ein Marco-Brunnen. Er ist ein Wunder der Natur. Er ist schön. So schön, so unwiderstehlich schön, dass ich sofort dahin muss. Wenn der Marco-Reaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus. Ja, soll vorkommen. In übrigens, die Story geht eigentlich jetzt erst so wirklich los. Diese Erinnerungssequenz ist sogar wichtig für die Story auf jeden Fall. Also hier sollte man noch ein bisschen aufpassen. Substanz. Wenn man Marco-Energie kondensiert, dann entsteht Substanz. Man sieht Substanz nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Jo. Übrigens, warum kann man, wenn man Substanz benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst ein Soldat und wusstest nicht einmal das? Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in der Substanz enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte herauf. Zumindest wird das behauptet. Zauberkräfte? Eine geheimnisvolle Kraft? Hab ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagte mir einmal, er solle nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Es sollte nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Wer war das? Was macht Tifa da? Bückstück du. Hujo von Shinra. Ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen sollte. Er hatte lauter Komplexe. Ein Marco-Brunnen, da ist also das Wissen des alten Volkes. Des Cetrapax. Nur echt mit dem Marco-Brunnen. Und da haben wir doch den alten Marco-Reaktor. Wirklich schon fast antiquiert aus, aber so das Design hat sich nie so stark geändert, würde ich jetzt mal fast behaupten. Was ist denn da hinten? Aber gut, nee, wir gehen der Story folgend. Endlich haben wir es geschafft, aber wir haben uns ganz schön umständlich gemacht. Ja, so vorkommen. Tifa, warte hier. Ich gehe auch rein. Ich will es sehen. Nein, musst du nicht. Nur autorisierte Leute dürfen rein. Hier sind lauter Firmengeheimnisse des Shinra. Aber... Pass auf die Lady auf. Tja, du kommst du nicht rein. Ach, Menno. Mann. Puh. Da passt lieber gut auf mich auf. Ja, denkt man, das kennen wir jetzt hier schon so zu Genüge, dieses Design. Vor alledem an wieder eine Erinnerungssequenz, direkt beim ersten Marco-Reaktor. Müsste sehr bekannt vorkommen, wo dieser Flashback, sag ich mal, kam, wo das Fiepen erscheint und wir Kopfschmerzen bekamen. Haben wir hier ein Liebes? Huch, sind wir nicht gerade vorgelaufen? Jenova. Das ist Jenova, nicht wahr? Das Schloss lässt sich nicht öffnen. Jetzt wird's natürlich interessant. Wenn Jenova, dieses kopflose Ding, Zephyrus' Mutter ist, so wie er behauptet,
Deshalb die Funktionsstörung. Dieses Teil ist kaputt. Cloud, mach das Ventil zu. Mach mal. Alter Boss, du. Ob das nicht eben selbst kommt, das weiß ich nicht, aber naja. So, zufrieden? Warum ist es kaputt gegangen? Jetzt verstehe ich, Hojo. Aber selbst wenn du das machst, bekommst du nie auf die gleiche... kommst du nie auf die gleiche Ebene wie Professor Gast. Dieses System kondensiert und gefriert die Makroenergie, daher, wenn es richtig funktioniert. Na, was wird aus der Makroenergie, wenn sie noch weiter kondensiert wird? Sie wird zur Substanz. Ja, normalerweise. Aber Hojo hat was anderes da reingetan. Schau mal. Machen wir mal Lucky Lucky, ne? Wenn. Machen wir. Einen großen Clown mit einem ziemlich großen Lächeln hat er da drin. Normale Mitglieder von Salat sind Menschen, die mit Marco übergossen wurden. Ihr seid anders als die anderen, aber immer noch menschlich. Aber was sind die? Sie wurden einen hohen Grad an Marco ausgesetzt, viel mehr als ihr. Warum eigentlich ihr? Was ist mit dir? Ist das eine Art Monster? Genau. Und Hojo von Shinra hat diese Monster gemacht. Mutierte lebendige Organismen mit Marco-Energie gemacht. Das sind diese Monster tatsächlich. Normale Mitglieder von Soldat? Heißt das, du bist anders? Hey, Zephyros. Nein. Wurde ich... Wurde ich auch so gemacht? Bin ich so wie all diese Monster? Zephyros! Du hast doch gesehen, so waren alle Menschen. Menschen? Unmöglich! Wahrscheinlich sollte heißen, sie waren alle Menschen. Wahrscheinlich stand es auch da. Ich habe es einfach nur nicht gescheckt. Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich anders als die anderen bin. Irgendwie besonders. Aber nicht so. Sieht ja nicht sehr appetitlich aus, das kleine Vieh. Bin ich ein Mensch? Ich habe nicht ganz verstanden, was Zephyros damals gesagt hat. Ich war vielmehr überrascht, dass Shinra Ungeheuer herstellt.